Wie fühlt es sich an zu verlieren? Die Menschen nennen mich Dämonenlord. Und selbst meine besten Freunde sehen mich nicht mehr als ein von ihnen, als Mensch an. Und genau aus diesem Grund sehne ich mich mittlerweile nach einer Niederlage. Denn sobald sie erkennen, dass ich vernichtend geschlagen wurde, würde ihnen endlich bewusst werden, dass auch ich nur ein Normalo bin. Aber je mehr Konkurrenz vor mir ins Gras beißt, desto weniger gibt es eine Chance für mich, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Die letzte Hoffnung ist, dass mich im nächsten Leben ein anderes Schicksal erwartet. Ich muss wiedergeboren werden. Zum Geburtstag unseres Sohnes Art Meteor danken wir dem Dämonenlord. Wir fühlen uns geehrt, diesen Segen erhalten zu haben, der uns durch Ihre Majestät und die Königin beschert wurde. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist schon 10 Jahre alt geworden. Die Zeit verfliegt so schnell. Kommt mir vor, als wärst du gestern geboren. Wir sind unfassbar glücklich, dich zu haben, Art, mein Schatz. Danke für alles, Vater, Mutter. Du wirst schnell erwachsen. Das musst du wohl von deinem Alten haben. Ja, außerdem hat er dein Talent für Kampftechniken und ist dazu noch ein richtiger Bücherwurm, so wie du. Vor geraumer Zeit war ich als Dämonenlord im ganzen Land bekannt. Doch nun wohne ich in einem kleinen Dorf und bin der Sohn eines normalen Ehepaars. Sie haben mich mit Liebe aufgezogen und ich wurde als Art Meteor wiedergeboren. Nach diesem Neuanfang und seit meiner Zeit als Herrscher haben mein Bildungslevel und meine magischen Fähigkeiten etwas abgebaut. Was meine körperliche Stärke betrifft, besitze ich viel Ausdauer und ein hohes Maß an Schnelligkeit, sodass mir das Erlernen von Kampftechniken leicht fällt. Und mein Sohn? Was hast du als nächstes vor? Mit 10 Jahren solltest du so langsam in die Pubertät kommen, weißt du? Außerdem hast du dir bestimmt schon Gedanken über deine Lebensziele und Träume gemacht, oder? Meine Träume? Und ob ich das habe? Mehr als das, ich habe große Ambitionen. Seit ich vor 10 Jahren wiedergeboren bin, habe ich mich sowohl auf intellektueller Ebene als auch was meine Fähigkeiten im Kampf angeht, auf ein ordentliches Niveau gesteigert. Jetzt muss ich nur Menschen finden, die nicht gleich vor Angst erstarren, wenn sie mich sehen, und mit ihnen Freundschaften schließen. Ja, ich hab gewonnen. Ich hab zu Hause viel trainiert. Nächstes Mal gewinnst du nicht, dafür sorge ich. Na los, sprecht mich an. In meinem vergangenen Leben war es unmöglich für andere, mit mir Kontakt aufzunehmen oder mit mir zu reden. Aber jetzt haben die Dinge sich geändert und ich bin nur noch ein ganz normaler Dorfjunge. Ihr braucht euch nicht mehr zurückzuhalten, also kommt her und wechselt ein paar Worte mit mir. Hey, seht mal da. Was ist mit dem? Der ist voll gruselig. Hauen wir ab. Wieso laufen denn ständig immer alle vor mir weg? Komisch. Was soll der Scheiß? Vielleicht spüren sie trotz meiner Reinkarnation noch den Dämon in mir. Eine gewisse Boshaftigkeit, die sich in ihren Herzen manifestiert hat. Ich muss selbst aktiv werden. Nur abzuwarten hat noch nie irgendwas gebracht. Was ist das nur für ein Gefühl? Unmöglich. Das kann überhaupt nicht sein. Selbst als ich damals gegen Götter angetreten bin, habe ich immer einen kühlen Kopf bewahrt. Und jetzt stehe ich hier und mir zieht sich alles zusammen. Nicht zu fassen, dass sie mich so sehr in die Enge treiben. Nein, als ehemaliger Dämonenlord darf ich in solchen Situationen keine Schwäche zeigen. Weglaufen kann jeder. Ich werde mich ihnen entgegenstellen. Hey, wartet mal! Bleibt stehen! Seht mich an! Ihr seid also meinem Ruf gefolgt. Gut, euch gebührt Lob. Ich wollte nur... Naja... Was? Wisst ihr... Also... Bitte werdet meine Freunde!
Wenn ihr euch auf mich einlasst, dann lege ich euch die ganze Welt zu Füßen. Ich hab's gesagt. Ich hab's echt gesagt. Was? Hey, wartet mal bitte kurz. Ich bin der Dämonenlord Varvatos. Derjenige, der zahlreiche Länder erobert, hunderte Schlachten geführt und sogar Götter ausgelöscht hat. Doch jetzt, in dieser Form, unterwerfen sich nicht einmal mehr Kinder meinem Willen. Wieso nur? Wieso hören sie nicht auf meine Befehle? Und das, obwohl ich die Initiative ergriffen und ihnen einen Handel vorgeschlagen habe. Was wollt ihr denn noch von mir? Was soll ich machen? Ich kapier's nicht! Ich bin langsam am Ende meiner Möglichkeiten! Ich sollte wohl besser erstmal eine Pause einlegen, sonst wirkt sich das noch auf das Ökosystem aus. Verdammter Mist. Also so langsam bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Was ist denn los, Art? Zerbrichst du dir über irgendwas den Kopf? Oh. Sag mir bitte nicht, dass du das Gesicht des Bürgermeisters wieder vergessen hast. Nein, Sir Olheit. Du suchst also Freunde? Naja, ich verstehe nicht, wie ich überhaupt eine Bindung aufbauen soll. Ich habe so gut wie alles probiert, aber keine Taktik war erfolgreich. Ich weiß nicht mehr weiter. Lass mich dir was zeigen. Eine Methode, mit der es bestimmt klappt. Was? Meinst du einen Zauberspruch? Oder etwa einen strategischen Schachzug? Nichts von alledem. Du darfst niemals vergessen, wer auch dein Gegenüber ist, dass du diesem jemanden stets Höflichkeit und Respekt entgegenbringst. Tust du das, findest du von allein das, wonach du dich so sehr sehnst. Höflichkeit und Respekt, darum geht's also. Ach so, ich verstehe. Sir Olheit, ihr seid wirklich ein Genie. Wo wir schon dabei sind, was hältst du davon, wenn ich dir meine Tochter... Ich werde euren Rat sofort befolgen und in die Tat umsetzen. Oh. Das ist unser Junge. Das stimmt. Manchmal verhält er sich schon ein wenig merkwürdig. Ach ja, übrigens, Weiß, wegen dieser einen Sache. Ach so, das... Wisst ihr, wenn es um politische Angelegenheiten geht, stehe ich euch zwar sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite, aber da kann ich nicht helfen. Wir können deine Bedenken gut nachvollziehen. Uns geht es ja ganz genauso. Ich bitte euch, erweist mir die Ehre und gewährt mir Teil eures engsten Freundeskreises zu werden und mit mir durch dick und dünn zu gehen. Ich möchte zwar nicht aufdringlich sein, aber würdet ihr wunderschönen und edlen Damen mir erlauben, eure Bekanntschaft machen zu dürfen und gemeinsam... Das war's. Ich sollte alles dem Erdboden gleich machen. Nein, Gewalt ist nie eine Lösung. Ich sollte wohl besser mal durchatmen. Habe ich aus meinem früheren Leben nichts gelernt? So endet alles nur im Chaos. Ups, ich habe es wohl ein bisschen übertrieben. Hau ab! Verschwinde! Ich hasse, hasse, hasse dich! Sie braucht Hilfe! Dieses junge Mädchen braucht Unterstützung! Ja! Was ist da los? Gar nichts. Sie kämpft doch nur gegen einen alten Wolf. Mal ehrlich, dafür muss man nicht gleich so übertreiben. Oh. Oder muss sie nur Dampf ablassen? Meine Tochter hat sich komplett zurückgezogen. Sie wird gemobbt und es werden Geschichten über sie verbreitet. Selbst mit mir als ihrem Vater spricht sie kein einziges Wort mehr. Ich kann nachvollziehen, wieso sie das Haus nicht mehr verlassen will. Obwohl sie natürlich nichts an ihrer Herkunft ändern kann. Hier ist sie jedenfalls weniger neugierigen Blicken ausgesetzt. Aus der Hauptstadt zu ziehen, war richtig. Danke für die aufrichtigen Worte. Magischer Blitz, leih mir deine Kraft! Erleuchte mich! Strahle mit voller Energie, lass nichts mehr von ihm übrig!
Lydia? Entschuldigung. Es war nicht meine Absicht, dich zu erschrecken. Was willst du überhaupt von mir? Ich habe nur deinen Kampf beobachtet. Du hast dich gut geschlagen. Das war einfach phänomenal. Es gibt so gut wie niemanden, der in deinem Alter schon so viel auf dem Kasten hat. Verdammt. Wahrscheinlich kann sie es nicht leiden, wenn man sich gleich so einschleimt. Meine Wertschätzung könnte einen gegenteiligen Effekt haben. In dem Fall... Es tut mir zwar leid, dir das zu sagen, aber du hast noch viel Luft nach oben. Ein bisschen Magietraining würde dir gut tun. Dem Blick nach zu urteilen, habe ich's übertrieben. Sie zu loben bringt nichts. Und sie kritisieren auch nicht. Was bleibt da noch? Hättest du was dagegen? Wäre es möglich, dass wir zwei vielleicht Freunde werden können? Mist, ich wollte es eigentlich langsam angehen lassen und jetzt habe ich das einfach so rausposaunt. Ich bin sowas von erledigt. Du willst mein Freund sein? Das ist das erste Mal, dass jemand darauf eingeht. Möglicherweise habe ich noch eine Chance. Könnte sein, dass sie mit meiner direkten Art was anfangen kann. Ja, werden wir Freunde! Ich glaube, dass wir beide viele Gemeinsamkeiten haben. Wir werden uns bestimmt gut verstehen und uns gemeinsam unterstützen. Zusammen können wir auch an unseren Fähigkeiten arbeiten. Wie wär's? Sei nicht so dumm. Oh? Du willst mich verstehen? Das ist unmöglich! Wie soll das gehen, wenn du bis jetzt nicht mal das Geringste über mich weißt? Sie hat geweint. Wieso? Ich hoffe auch in Zukunft auf eure Unterstützung. Ja. Aber natürlich. Papa! Oh. Ich will nicht mehr hier sein! Ich hasse es! Wieso das denn? Irina, was ist? Zur Ohlheit! Hm? Ich habe ihren Rat befolgt und... Ist das... Schicksal? Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Irina. Wie geht es dir denn heute? Ich erinnere mich nicht daran, dir gesagt zu haben, wie ich heiße. Dein werter Vater hat mir deinen Namen verraten. Es ist wirklich kaum zu glauben, wie klein die Welt doch sein kann. Dass ausgerechnet du die Tochter des besten Freundes meiner Eltern bist, kann nur ein Wink des Schicksals sein. Was sagst du? Wollen wir nicht vielleicht dem guten Beispiel unserer Eltern folgen? Nein! Von nun an habe ich mich jeden Tag höflich und respektvoll verhalten. Ich war sicher, dass sich daraus bald eine blühende Freundschaft entfaltet. Ich wünsche alles Gute zum Geburtstag, Fräulein Irina. Ich habe dir einen wunderschönen Strauß Rosen besorgt. Die magst du doch so. Woher willst du wissen, was ich mag und was nicht? Das liegt daran, dass ich jedes kleinste Detail über dich weiß. Ich kann dir sogar die Anzahl deiner Mutter malen. Perversling! Das ist meine Chance. Ich bin so kurz davor, mich mit dir anzufreunden. Das darf ich nicht versauen. Was hast du hier draußen zu suchen? Ich weiß ja, dass es dich öfter mal hierher verschlägt, um ein paar Monster zu besiegen. Ich bin gekommen, um dich abzuholen. Der Mond ist wunderschön heute, oder, Fräulein Irina? Er erleuchtet den Nachthimmel wie ein strahlend helles silbernes Meer. Das hast du mit ihm gemeinsam. Auch du hast dieses Leuchten in deinen Augen, das mich so fasziniert. Hau ab! Ich werde nicht aufgeben. Niemals. Meine jetzige Strategie hat leider immer noch nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Ihr Geschenke zu machen und sie damit zu bestechen, war auch sinnlos. Obwohl ich ihr sogar ein Liedchen geträllert und ihr ein selbstgeschriebenes Gedicht vorgetragen habe, ist sie trotzdem vor mir weggelaufen. Was bleibt mir denn noch? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mir in meinem vorherigen Leben ähnlich ging. Was auch immer ich versucht habe, seien es Geschenke oder Komplimente, ich wurde abgewiesen. Was ist hier los?
bring dich in Sicherheit. Geh nach Hause. Sagst du mir, was hier passiert ist? Der Kern des Dungeons in den Bergen spielt verrückt. Jack, du musst mir helfen. Ich brauche deine Unterstützung. Meine Irina, sie ist in die Berge gegangen. Was sagst du? Sie ist heute Nachmittag los und noch nicht zurückgekommen. Das ist meine Schuld. Sie ist so weit hineingegangen, weil ich sie verfolgt und hinter ihr hergelaufen bin. Überlasst Irina einfach mir. Ihr habt mein Wort, dass ich sie wieder zurückbringe. Wirklich? Das kann nicht dein Ernst sein. Doch! Das ist ja... Na, was haben wir denn da? Hast du dich etwa verlaufen, Kleine? Du hättest wohl nicht damit gerechnet, dass sich der Spieß so schnell umdreht. Immer bist du hierher gekommen und hast uns gequält. So jemand wie du jagt mir keine Angst ein. Ihr seid doch nur ein Haufen Goblins. Ist das so? Das wollen wir doch mal sehen. Wehr dich gegen uns. Was ist denn in dich gefahren? Wirfst du schon das Handtuch? Willst du nicht deine Freunde um Hilfe rufen? Geht nicht. Ich hab keine. Irina ist ein Monster. Sie ist sowas von gruselig. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab, Ich hab Angst. Ich hab Angst. Okay, ich geb mich geschlagen. Das Leben ist sowieso langweilig. So macht das gar keinen Spaß. Na gut, schnappt sie euch. Macht mit ihr, was ihr wollt. Bitte nicht! Hilf mir! Jemand muss mir helfen! Art! Das ist das erste Mal, dass du meinen Namen sagst, Fräulein Irina. Was machst du hier? Na, ist doch logisch. Ich bin hier, um dich zu retten. Trotzdem würde ich dir in Zukunft davon abraten, dich mit diesem Kanonenfutter anzulegen. Such dir lieber ein paar stärkere Gegner. Du spuckst ja ziemlich große Töne. Lauf weg! Verschwinde von hier, sonst töten sie dich noch! Sollen sie versuchen. Was? Wie kann das sein? Du wirst Irina kein Haar krümmen. Das gleiche gilt für mich, also lass die Finger von uns. Was wollt ihr zwei mickrigen Menschen schon gegen uns ausrichten? Habt ihr Todessehnsucht? Trifft bloß keine falschen Entscheidungen. Ergreift ihr die Flucht? Lass ich euch vielleicht leben. Macht ihn kalt! Und jetzt wirst du deine Entscheidung bereuen. Art ist leider immer noch nicht wieder zurückgekommen. Ich denke, dass es ihm gut geht. Was? Er hat mir voller Überzeugung versprochen, dass er Irina zurückbringen wird. Und an dieses Versprechen wird er sich halten. Oh. Wo wir gerade dabei sind, seine Flugmagie, könnte das ein Lost Skill sein? Alles in Ordnung? Geht's dir gut, Irina? Wieso... Hast du... Wieso hast du das getan? Ich hatte vor, hier und heute zu sterben! Wie kannst du nur so etwas sagen? Tu das nie wieder, okay? Ich bin für dich da, wenn... Hör auf! Du wirst niemals verstehen, wie ich mich fühle! Ich bin einsam und ausgeschlossen. Und das zu wissen, tut so weh. Lass das bitte. Ich kann natürlich nicht wissen, was dazu geführt hat, dass du so über dich urteilst und empfindest. Trotzdem... verstehe ich noch viel besser als jeder andere, was Einsamkeit für Qualen mit sich bringt. Und deshalb will ich auch unbedingt mit dir befreundet sein. Du lügst! Irgendwann lässt du mich doch nur wieder fallen! Genau wie alle anderen. Da liegst du falsch. Du kannst mir vertrauen. Ich verrate meine Freunde nicht. Vor ziemlich langer Zeit habe ich aus diesem Grund meine beste Freundin verloren. Ich habe daraus gelernt. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Also mach dir bitte keine Sorgen. Aber ich bin schlimmer als der du gewesen bist. Mir egal.
bin oft ziemlich egoistisch und tollpatschig. Außerdem bin ich doch total langweilig. Red nicht so einen Blödsinn. Ich persönlich find's immer super lustig und unterhaltsam, wenn ich Zeit mit dir verbringen kann. Weißt du, ich bin mir sicher, dass du mich eines Tages hassen wirst. Nein, niemals. Aber ich bin doch so... Du würdest mir wirklich für immer und ewig zur Seite stehen? Egal was ist? Du würdest mich nicht verraten oder mich irgendwann hassen? Ich schwöre auf den Dämonenlord Varvatos. Auf den Dämonenlord. Und auf unsere gemeinsame Zeit, Irina. Ja, okay. Auf uns. Und so gelang es dem Wiedergeborenen, einst so mächtigem Dämonenlord, eine Freundschaft fürs Leben zu finden. Sie schworen sich auf ewig die Treue und lebten glücklich und zufrieden bis in alle Zeit. Ende gut, alles gut. Hey Art, guten Morgen! Oh? Wie schön, wahrlich ein Engel, von Göttern entsandt. Es ist ein Traum mit dir. Fräulein Irina! Was zum Teufel hast du in meinem Zimmer zu suchen? Du bist eine erwachsene Frau, das kannst du nicht einfach so machen. Außerdem solltest du nicht stumpf zu mir ins Bett kriechen. Ich habe eine Idee. Gehen wir auf die Magieakademie. You're